Wir lesen aus Zacharja 3, hört auf Gottes Wort. Und er ließ mich, den Hohepriester Jeshua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeshua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeshua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Jeshua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeshua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jedem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und es in seinem Herzen bewahrt. Amen. Und dann lesen wir auch aus dem Bekenntnis, aus dem Heidelberger Katechismus, die Fragen 59 bis 61. Und auch dabei lade ich euch wieder ein, die Antworten gemeinsam mit mir zu bekennen. Der 23. Sonntag, Frage 59. Was hilft es dir aber nun, wenn du das alles glaubst? Ich bin dadurch in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens. Frage 60. Wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir, ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Frage 61. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen. Amen. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, und dem Fürsten über die Könige der Erde. Amen. Wir denken also in dieser Predigt nach über den Inhalt von Sonntag 23, Frage 59 bis 61 aus dem Heidelberger Katechismus. Der Heidelberger Katechismus ist ein reformiertes Bekenntnis, eine Schrift, die eigentlich entwickelt wurde, um die Jugendlichen zu unterrichten, aber schon schnell hat man festgestellt, hat so einen reichen Inhalt und auch Erwachsene brauchen es, immer wieder darüber zu hören, dass
die Reformierten schon früh in der Geschichte der Reformation gesagt haben, es wäre gut, wenn darüber gepredigt wird, regelmäßig, und Leute sich diese Wahrheiten immer wieder neu bewusst werden und sich einprägen. Und so sind wir also bei Frage 59, und da wird dann gefragt, was hilft es dir aber nun, wenn du das alles glaubst? Und da könnte man ja also auch fragen, was hilft es uns überhaupt, wenn man glaubt? Manche Leute sagen in Österreich, Hauptsache man hat einen Glauben, man glaubt irgendwas. Ist es das? Ist es egal, was man glaubt, wenn man nur einen Glauben hat? Und ja, was heißt dann überhaupt Glauben? Und was heißt es dann, evangelisch oder gar reformiert zu glauben? Und das sind wichtige Fragen, worüber wir nachdenken sollten, wenn man in einer säkulären Umgebung lebt, so wie es in manchen Teilen der Niederlande ist, oder wenn man als Gläubiger in einer römisch-katholischen Umgebung lebt. Nun, was es heißt, evangelisch reformiert zu sein, das kann man gut zusammenfassen mit den 5 Solas. Und das sind sozusagen 5 Mottos der Reformation, die die Lehre der Reformation zusammenfassen. Und eigentlich sollten meine Kinder inzwischen einige davon kennen, von den Solas. Welche Solas kennst du schon? Habt ihr schon mal gehört? Glaube ich. Wie heißt unsere Gemeinde? Sie sind ein bisschen verlegen heute. So viele Niederländer. So viele Gäste. Also, unsere Gemeinde heißt Sola Gratia. Ja, allein die Gnade. Allein durch die Gnade. Und ein anderer Sola ist Sola Scriptura. Allein die Schrift. Solus Christus. Nur durch Christus, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, und Sola Fide. Das ist allein der Glaube. Das ist unser Thema also diesen Nachmittag, warum es in diesem Sonntag geht. Diese 5 Solas sind wunderbare Wahrheiten, die während der Reformation entdeckt wurden von Reformatoren, von Luther, Calvin und anderen. Und jetzt also über das Thema allein durch Glauben, sola fide. Und als Luther diese Wahrheit entdeckte, als er Römer 1, Vers 17 las, der Gerechte wird aus Glauben leben, dann hat er es so erfahren, da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Das ist, wie Luther es erfahren hat, als er das entdeckte. Und das ist die Kraft dieser Wahrheit, sola fide. Und ich hoffe, dass wir alle diesen Nachmittag zum ersten Mal oder erneut von dieser Wahrheit überzeugt, überrascht, ja überwältigt werden. In der Predigt will ich der Linie des Katechismus nachgehen. Und das ist also die Frage zuerst, was hilft es dir aber nun, wenn du das alles glaubst? Da wird mit dieser Frage eine Brücke geschlagen, zurück zu Sonntag 7. In Sonntag 7 war dran, was ist wahrer Glaube? Und das wurde dann auch erklärt, und dann wird gefragt, was ist dann nötig zu glauben? Und dann wird das apostolische Glaubensbekenntnis erwähnt. Und in den Sonntagen 8 bis 22 wird dann erklärt, was man glauben soll über Gott, Jesus, den Heiligen Geist, anhand des apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wenn das alles zu Ende ist, dann wird gefragt, was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Das vom Vater, dem Schöpfer, vom Jesus, dem Retter, vom Heiligen Geist, den Tröster, den Heiliger. Was bringt es dich, dass du glaubst an die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Was hilft es dir, wenn du das
erkennst und darauf vertraust, so wie Sonntag 7 das sagt. Und die Antwort hier ist kurz, aber kräftig. Ich bin dadurch in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens. Was bedeutet das? Vor Gott gerecht. Das bedeutet, dass es gut ist zwischen Gott und mir, dass ich recht vor Gott stehen kann. Kann das dann auch nicht so sein? Fragt vielleicht jemand, denn heutzutage denken viele, Gott ist eher mein Kumpel, mein bester Freund, und wieso könnte ich nicht recht vor ihm stehen? Ja, die Bibel ist ganz klar, von uns aus sind wir durch die Sünde vor Gott nicht gerecht. Und deswegen kann er uns nicht in seiner Nähe dulden. Wegen der Sünde gibt es ein großes Problem, das zwischen mir und Gott steht. Und vielleicht sagst du dann, ja, warum reden wir wieder von Sünde? Warum reden wir überhaupt über Sünde? Das interessiert doch niemanden mehr. Es kann sein, dass Luther damit beschäftigt war. Er bemühte sich vielleicht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie bin ich gerecht vor Gott? Aber das ist nicht die Frage des modernen Menschen. Es kann sein, dass du das denkst. Also man hört das immer wieder. Aber ist das wirklich so? Vielleicht benutzen wir nicht so schnell das Wort gerecht. Aber wie wäre es, wenn man gerecht sein mit gutheißen wiedergibt? Das ist eigentlich, was es bedeutet. Gutheißen. Vielleicht ein bisschen mehr oberflächlich. Gerecht sein vor Gott bedeutet, dass er zu dir sagt, du bist gut. Du bist gut. Ich finde dich gut. Und die Gutheißung ist doch etwas, das viele Menschen beschäftigt. Gutheißung, Akzeptation von Menschen, von Freunden, von Familie. Darum dreht es sich auch oft auf den sozialen Medien. Werde ich dann jetzt ein Like bekommen von Volkern oder Freunden? Und wenn das nicht kommt, die Frage, hat es ihm nicht gefallen? Warum hat er nicht reagiert und so weiter? Kennst du das? Man kann sehr von dem Verlangen nach Gutheißung und Anerkennung getrieben werden. Anerkennung vom Boss, vom Chef, Anerkennung von Vater oder Mutter, Anerkennung von dem eigenen Mann oder der eigenen Frau, Anerkennung von den Kindern. Und das macht einen müde, oder? Wenn man sich ständig damit beschäftigt. Du musst immer etwas leisten, du musst immer eine Leistung liefern. Denn es fühlt sich oft so an, man muss die Anerkennung in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, verdienen. Denn das ist doch, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir so miteinander umgehen, denken wir auch, so funktioniert es auch in der Beziehung zu Gott. Du denkst, du musst die Anerkennung und Gutheißung Gottes verdienen. Und vielleicht versuchst du das auch irgendwie verzweifelt. Ich will gut sein vor Gott und dass andere mich akzeptieren. Wenn du nach Anerkennung und Gutheißung suchst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Das heißt also, dass Gott mich gut heißt, dass er mich anerkannt, dass ich vor Gott gerecht bin. Und das ist das Wichtigste. Nicht wahr? Wenn Gott mich gut heißt, dann macht, was andere Leute über mich sagen, noch nichts mehr aus. Es ist wie Paulus das auch sagt in Römer 8. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns zijn? Wer wil gegen die Auserwählte Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Is dat niet befreiend? Wie oft hast du nicht das Gefühl, dass man es für bestimmte Leute nie gut genug tut? Wie oft hast du nicht das Gefühl, dass Menschen dich ablehnen? Denke dann daran, dass du durch den Glauben vor Gott gerecht bist. Es ist aber sehr wichtig zu sehen, wie das passiert, wie ist man vor Gott gerecht.
Ich bin dadurch in Christus vor Gott gerecht. In Christus. Das ist so wunderbar, so herrlich. In ihm, das lesen wir immer wieder im Neuen Testament, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm ist meine Gerechtigkeit. In ihm bin ich gerecht. In ihm bin ich von Gott angenommen. In ihm heißt Gott mich gut. Von mir selbst auch nicht. Von mir selbst aus nicht. Aber in Christus wohl. Oft wird es dann auch mit dem Anziehen von neuen Kleidern verglichen. Das ist, was wir in Zechariah 3 gelesen haben. Zechariah 3, Vers 3. Jeshua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er bekam und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Unreine, schmutzige Kleider. Kaputte Kleider voller Sünde. Das sind unsere eigenen Kleider. Aber Christus gibt uns das neue Kleid, seine Gerechtigkeit. So etwas lesen wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist eine Geschichte, die der Herr Jesus erzählt. Das kann man in Lukas 15 lesen. Wenn der verlorene Sohn in seinen alten Lumpen zum Vater kommt, sagt er, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und so ist der verlorene Sohn wieder gerecht vor seinem Vater. So ist er wieder ein Sohn, der zu seinem Vater passt, mit dem besten Festgewand an, das gebracht wurde. Und so bist auch du in Christus vor Gott gerecht. Das hast du nicht von dir selbst. Und ich dachte, wie kann ich das mit einem Beispiel versuchen zu vermitteln? Ich habe da ein Beispiel ausgedacht. Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch. Du trägst einen schönen Anzug, denn für dieses Gespräch sollst du repräsentativ gekleidet sein. Und auf dem Fahrrad bewegst du dich zum Gespräch, aber wenn du im Park bist und kurz nicht gut aufpasst, weil du mit dem Smartphone beschäftigt bist oder so, siehst du plötzlich, dass einige andere Fahrräder auf dich zukommen und du ziehst am Lenkrad und endest im Graben. Da ist es nicht tief, nicht kalt, aber fürchterlich schmutzig. Du bist im Schlamm. So stehst du da. Dein Anzug kannst du noch weicht und allerlei grüne und schmutzige Flecken drauf. Wie kannst du jetzt beim Bewerbungsgespräch ankommen? Zeit, um wieder nach Hause zu gehen, hast du nicht. Denn auch die Pünktlichkeit ist bei diesem Job sehr wichtig. Und da siehst du, dass ein bisschen weiter im Park eine Hochzeit gefeiert wird. Und der Bräutigam, der hat es gesehen, was passiert ist. Und er kommt auf dich zu und fragt, ist alles in Ordnung? Könnte ich dir helfen? Und du fängst zu stottern an und probierst zu erzählen, was für eine Katastrophe jetzt stattgefunden hat, weil du beim Bewerbungsgespräch repräsentativ sein musst, aber dass es jetzt nicht mehr klappen kann und dass du diesen Job so sehr brauchst, weil du eine Familie hast und so weiter und so fort. Und dann fragt der Bräutigam, welche Größe hast du? 50. Oh, ist auch meine Größe, sagt der Bräutigam. Du kannst meinen Anzug haben. Und er fängt an, sich auszuziehen, hat zum Glück noch eine Jeans im Auto liegen und gibt dir dann seinen Anzug, der genau passt. Perfekt, schaust du aus, noch schöner als vorher und du bist noch pünktlich beim Bewerbungsgespräch. Und unter anderem wegen deines repräsentativen Aussehens hat man dich anerkannt und angestellt. Was denkst du dann? Dann weißt du, ich habe das alles nur diesem Bräutigam zu verdanken. Es ist sein Anzug gewesen, wodurch ich pünktlich zum Gespräch gekommen bin und wodurch ich jetzt diesen Job bekommen habe. In Christus gerecht vor Gott. Christus ist der Bräutigam,
der uns seine Festkleider schenkt. Durch Glauben bin ich in ihm gerecht vor Gott. Und das in Christus darfst du nie vergessen, denn sobald du es vergisst, bist du nicht mehr in ihm. Dann bist du wieder auf dich selbst gestellt. Und wenn du alleine vor Gott stehst, wirst du nicht angenommen. Dann wirst du abgelehnt. Und das letzte Teil dieser Antwort ist dann, und ein Erbe des ewigen Lebens. Das ist auch, was der Glaube mir hilft. Glauben bedeutet jetzt schon etwas, gerecht vor Gott, aber es bedeutet auch etwas für die Zukunft. Du bist ein Erbe des ewigen Lebens. Du wirst noch etwas erben. Nämlich eine Stelle auf dem neuen Himmel und der neuen Erde, und dann darfst du ewig beim Vater zu Hause sein. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir da auch etwas Ähnliches. Der Sohn kriegt nicht nur neue Kleider, sondern auch einen Ring wieder an seine Hand. Und das war keine Hochzeitsring, nein, das war ein Ring, damit klar wurde, dieser gehört zur Familie, dieser hat ein Anrecht auf das Erbe. Und das ist kaum zu fassen, dass dieser, der sein Erbe schon bekommen hat und alles weggeschmissen hat, trotzdem noch einmal wieder als Erbe angenommen wird. Und so werden wir auch durch Glauben ein Erbe des ewigen Lebens. Wie oft du die Rechte ausgespielt hast, durch Glauben an Jesus bekommst du erneut dieses Erbe und darfst du wieder in vollem Rechte der Familie angehören. Das war die erste Frage und Antwort vom Sonntag 23. Und der Katechismus der Heidelberger fokussiert danach auf den ersten Teil dieser Antwort. Gerecht vor Gott. Denn die nächste Frage ist, wie bist du gerecht vor Gott? Und dann ist die Antwort al zo. Alleen durch waren Glauben an Jesus Christus. Und das erinnert uns an Sonntag 7. Da wurde ja gefragt, lesen wir das, schauen wir das nog eenmaal na. Daar werd also gevraagd, wat is ware Glauben? Want daar is die antwoord, vraag 21. Ware Glauben is niet alleen een zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Aber Glauben heißt nicht, dass man dann auf einmal ein perfekter Mensch ist. Und die Fehler und Sünde, die man noch macht, können dann auch den Glauben anfechten. Und darum geht in Frage 60 also der Katechismus weiter. Wie bist du gerecht vor Gott? Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Also mein Gewissen klagt mich an. Anklagen, das ist die Sprache vom Gericht, dann hat man mit einem Richter zu tun und mit einem Ankläger. Und in unserem Fall, im Fall des der Gläubigen kann der Ankläger dein Gewissen sein. Und der Heilige Geist kann auch dadurch sprechen, und das ist dann auch etwas Gutes. Aber der Heilige Geist kann auch, fast hätte ich eine schreckliche Aussage getan, der Ankläger kann auch der Teufel sein. Und das ist das Bild, das wir sehen in Zacharia 3. Vers 1, und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen.
Der Satan klagt an. Aber dann kommt die Reaktion von Gott. Vers 2, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Ist er nicht ein Brandscheit? Das hört sich nicht so positiv an. Und das ist es auch nicht. Aber es ist eben die Wahrheit. Und die trifft auch auf uns zu. Von uns aus, ohne Gnade, sind wir ein Brandscheid, das das Feuer von Gottes Urteil, für das Feuer von Gottes Urteil geeignet ist. Wenn du vor Gericht Gottes stehst, dann fängst du an einzusehen, dass du nichts zu deiner Entschuldigung anführen kannst und in dem Sinne wertlos bist. Natürlich hat jeder Mensch als Geschöpf eines liebhabenden Gottes einen großen Wert, aber das ist nicht, was ich hier meine. Denn als Sünder vor Gericht Gottes ist man nicht mehr als ein Brandscheid. Und die Ankläger haben recht. Dein Gewissen weiß auch, wie groß deine Sünden sind, wenn du wenigstens in deinem Gewissen keinen Brand warst. Dein Gewissen weiß es. Und der Teufel kann bestimmt auch noch einige Sünden auflisten. Wenn du das einsiehst, dann wirst du Gott in seinem Urteil Recht geben. Dann wirst du dich bewusst, dass es rechtfertig wäre, wenn Gott dich für ewig verdammen würde. Dann verstehst du, dass es nicht unehrlich wäre, wenn du ewig in der Hölle brennen würdest. Hast du das schon mal eingesehen und erkannt? Es ist kein populärer Gedanke. Aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, um auch die Größe von Gottes Gnade und Liebe zu sehen und die Befreiung von der Nachrichtung, Rechtfertigung durch Glauben allein zu verstehen. Denn auch wenn du nicht mehr als ein Brandscheid bist, du bist ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Du musst nicht brennen, sondern du wirst herausgerissen. Und wie ist das möglich? Das ist in Frage und Antwort 60 das schöne Wörtlein. Aber. Gott, aber. Zwar klagt mich mein Gewissen an. Gott, aber. Schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Wie ist das möglich? Sieht er mich wirklich an, als hätte ich ein Leben geführt, so wie Jesus? Sieht er mich wirklich an, als wäre ich so eine Person voller Liebe, Geduld und Güte, die Jesus war? Ja, das steht hier wirklich. Und das ist die Wahrheit. Das ist die große Gnade Gottes. Ist das nicht wunderbar? Es ist doch schwierig zu glauben, denn du bist auch noch ein Sünder. Herr Luther hat das auf Latein genannt, simul justus et peccator. Hast du das schon gehabt bei Latein? Simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Von dir aus bist du sündig, aber in Christus gerecht. Und das bringt auch Spannung mit. Das finden wir nicht einfach. Und dann probieren wir oft, das eine oder andere abzuschwächen oder irgendeinen Mittelweg zu suchen. Wir vertrauen ein bisschen auf die Gnade, wir schaffen es auch ein bisschen selbst. Aber wenn wir versuchen, einen Mittelweg zu finden, dann verlieren wir die befreiende Kraft des Evangeliums. Zugleich sündig und trotzdem in Christus gerecht. Trotz all deinen Fehlern heißt Gott dich doch gut. Und hier trifft auch gut eine Geschichte von Martin Luther zu. Und der bekannte Prediger Spurgeon hat diese Geschichte oft erzählt. Ich habe sie leider nicht bei Martin Luther selbst gefunden, also ich zitiere von Spurgeon, so wie er über Martin Luther erzählt. Da sagt Spurgeon, ihr kennt die schon so oft erzählte Geschichte von Martin Luther,
da der Teufel zu ihm ans Bett trat und zu ihm sagte, du wirst gewisslich in die Hölle geworfen werden, denn sieh nur, wie groß die Liste deiner Übertretungen ist. Und Luther antwortete ruhig, ist das alles? Nein, sagte der Teufel, das ist noch nicht alles. Und da führte er an Luthers Gedächtnis eine unzählige Menge von Gedankensünden, Zungensünden und Tatsünden vorüber, ein langes Verzeichnis, das er nach und nach entrollte. Da sagte der brave Mann, ist das alles? Nein, sagte der Satan, noch nicht alles. Da liegt noch die Menge deiner Verfehlungen in heiligen Dingen. Luther sagte abermals, ist das alles? Nun, ich denke, erwiderte der Erzfeind, es wäre genug, dich zittern zu machen. Wohlan denn, sagt Luther, so schreibe nur darunter, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und wenn die Liste unserer Sünden auch noch so lang wäre, in dem Augenblick, da wir an Jesus glauben, zerreißt das teure Blut die Liste in tausend Fetzen und löscht jede gegen uns erhobene Anklage völlig aus. Soweit Spurgeon über Luther. Das ist die Gnade, die Christus bewirkt hat. Und da wird dann noch in dieser Antwort zum Schluss gesagt, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Machst du das? Glaubst du das, was hier gerade verkündigt wird? Das ist dann eine wichtige Frage. Denn viele Leute sind, wie das alte Lied sagte, ein Fremdling vor Gott und ihrem Herzen. Und ich habe lange gesucht, ob es davon eine Übersetzung auf Deutsch gibt. Eins, was ein Fremdling vor Gott in mein Herz, habe ich leider nicht gefunden. Aber das Lied, was ich meine, sagt, dass Leute sind ein, ich war ein Fremdling vor Gott und meinem Herzen und ich spürte meine Schuld nicht und ich bedauerte meine Sünde nicht. Aber als der Heilige Geist anfing zu wirken, dann habe ich meine Schuld entdeckt. Und er hat mir gezeigt, was Gottes Heiligkeit von mir forderte. Ich habe es aber nicht gemacht und werde es auch nicht schaffen. Aber der Geist hat mir dann auch gezeigt, dass ich zu Jesus fliehen konnte. Und durch ihn bin ich frei gesprochen vor Gott. Und die letzte Frage und Antwort dieses Sonntags. Wir sprechen dann, wie dieser Glaube wirkt. Wie funktioniert das? Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Antwort, ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen. So, das zeigt uns noch einmal sehr deutlich, dass auch der Glaube selbst kein Verdienst unsererseits ist. Und das ist auch sehr wichtig. Denn wenn du denkst, dass dein Glaube etwas ist, das du für Gott machst, dann schon verliest du die befreiende Kraft davon wieder. Dann könntest du sagen, schau Gott, wie gut mein Glaube ist. Jetzt darf ich sicher in dein Königreich rein. Oder du fängst an, dich mit anderen zu vergleichen. Mein Glaube ist besser als sein Glaube. Oder mein Glaube ist schlechter und dann bist du entmutigt. Warum habe ich nicht so einen großen Glauben? Aber der Glaube ist nicht mehr als das Mittel, wodurch du die Gerechtigkeit Gottes empfangst. Der Glaube ist das Werkzeug, womit man sich Christus zueignet. Spurgeon vergleicht es mit einer Hand, womit man etwas annimmt. Zum Beispiel, wenn man ein großes Geschenk bekommt, dann nimmst du das mit deiner Hand an. Aber dann sagst du nicht nachher, Hand, das hast du gut gemacht, dass du dieses Geschenk angenommen hast. Nein, dann bedankst du dich beim Geber für das Geschenk. So ist das auch mit dem Glauben. Durch den Glauben nimmst du das Geschenk von Jesus Christus an. Aber dein Glaube ist keine Leistung deinerseits. Dein Glaube ist keine Gerechtigkeit. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine
Gerechtigkeit vor Gott. Was Jesus gemacht hat, indem er am Kreuz starb, indem er sein Blut gab und so Gottes Gerechtigkeit befriedigte. Und das heilige Leben, das er geführt hat, nur das ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Durch Glauben kann ich das annehmen und auspacken. Und dann auch kann ich davon singen. Und ein altes Lied, das vor circa 15 Jahren auf Deutsch übersetzt wurde, fasst es so in Wort, wir werden es gleich singen, Lied 115, im Himmel, dort vor Gottes Thron, tritt jemand anders für mich ein. Der Hohepriester, Gottes Sohn, er kann allein mein Mittler sein. Und Vers 2, wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn. Und weißt du, in Zacharia lesen wir, dass der Satan im Himmel war und Yeshua angeklagt hat. Aber in Offenbarung 12 lesen wir dann, dass der Ankläger aus dem Himmel rausgeschmissen ist. Im Himmel kann er nichts mehr anklagen, denn Jesus hat alles vollbracht. Aber in deinem Herzen versucht er es noch. Der Teufel versucht immer noch anzuklagen. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Ob der Heilige Geist dich überzeugt von Sünden oder ob der Teufel dich anklagt? Der Teufel will dich verzweifeln lassen und dich von Christus wegziehen. Aber der Heilige Geist, wenn er von Sünde überführt, führt er dich gerade zu Christus, dass du auf ihn schaust. Wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn. Der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Und Vers 3, sieh auf das Lamm, das auferstand, Jesus, meine Gerechtigkeit. Gebe der Heilige Geist, dass diese Worte nicht nur unseren Ohren erreichen oder in unseren Münden klingen, sondern auch in unsere Herzen wiederklingen. Was für ein köstliches Evangelium. Durch Glauben allein sind wir in Christus vor Gott gerecht. Halleluja. Amen. Ich bete. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit. Nun kenne ich diese Wahrheit so wahrhaftig und gewiss, dass nur Jesus meine Gerechtigkeit ist. Und hilf uns dann immer wieder, aufs Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu vertrauen. Gib uns die Kraft zu glauben. Wenn wir angeklagt werden, wenn wir mit den Sünden kämpfen, dass wir simul justus et peccator sind, obwohl wir noch in Sünde fallen, trotzdem gerecht in Christus vor dir. Wirke das durch deinen Heiligen Geist in jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.